So, liebe Medienvertreter, dann darf ich Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach der Partie. Ich begrüße hier die beiden Trainer Alois Schwarz vom SV Sandhausen und FCK-Cheftrainer Konrad Fünfstück. Vorab habe ich noch eine Information. Und zwar wird der erste FC Kaiserslautern morgen um 13 Uhr einladen zu einer Pressekonferenz. Da werden dann nicht sportliche und personelle Themen besprochen. Darum auch die Bitte, die Fragen heute auf das Spiel und das Sportliche zu beschränken. Alles andere in der Pressekonferenz, zu der ich Sie hiermit herzlich einlade, morgen um 13 Uhr hier in diesen Räumlichkeiten. Dann kommen wir jetzt zum Spiel und zum Sportlichen und zur Einschätzung der Trainer. Natürlich zuerst von den Gästen aus Sandhausen. Alois, dein Kommentar. Geht so. Ja, okay, dann erstmal hallo zusammen. Ja, Glückwunsch FCK, Glückwunsch an Konrad Fünfstück. Für uns ein nicht so schöner Sonntag, wenn man das mal so sagen darf. Wir wollten natürlich das, was uns passiert ist, komplett vermeiden. Eine verunsicherte Mannschaft schnell in Führung zu bringen. Aber wir haben die Anfangsphase, die ersten 10, 15 Minuten komplett verschlafen, sind nicht in die Zweikämpfe gegangen, haben eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben, nicht angenommen. Und ja, dann geht der FCK in Führung. So ab der 15. Minute haben wir dann ein bisschen mehr Passsicherheit gekriegt und haben dann auch Möglichkeiten rausgespielt. Und die Möglichkeiten, die wir dann in der ersten Halbzeit liegen lassen haben, hat sie dann durchgezogen, auch in der zweiten Halbzeit. Ich denke, wir haben 75 Minuten ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Die zweite Halbzeit ist der FCK, glaube ich, in der 88. mit Kollak einmal vors Tor gekommen. Und dann gibt es noch den Elfmeter in der Nachspielzeit. Ansonsten haben wir den Gegner gut weggehalten, haben eigentlich das Spiel bestimmt, hatten auch eine Anzahl von Möglichkeiten, aber der Abschluss war heute nicht gut. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, waren mehr wie auf Augenhöhe, aber was in dieser Phase zählt, sind Ergebnisse, die haben wir nicht geliefert. Und deswegen müssen wir weiterarbeiten, tüchtig sein. Der Tüchtige hat auch Glück, die Mannschaft arbeitet auch gut, auch wenn die Ergebnisse mal nicht so stimmen. Aber wir müssen die Kleinigkeiten einfach, die müssen wir richtig machen. Ich habe immer gesagt, in dieser Liga werden Spiele entschieden, so klein wie der Dreck unterm Fingernagel. Und diese Kleinigkeiten machen wir gerade falsch. Und deswegen haben wir heute leider verloren. Dankeschön. Dankeschön, Alois Schwarz, bis hierhin. Conny, deine Einschätzung zum heutigen Spiel? Ja, zunächst mal, denke ich, hat man allen gespürt heute, dass es für die Mannschaft ein besonderes Spiel war. Wir haben uns in den letzten zwei Wochen intensivst auf dieses Spiel vorbereitet. Und ich habe in den letzten zwei Wochen eigentlich mich mehrfach wiederholt, indem ich gesagt habe, das Einzige, was uns jetzt hilft, ist Geduld, ist vor allen Dingen auch eine gewisse Souveränität und vor allen Dingen keine Ruhe, die wir zum Teil hier nicht ausgestrahlt haben. Was die Mannschaft heute sehr gut gemacht hat, dass sie von Beginn an hellwach am Platz war, dass sie insbesondere in der Anfangsviertelstunde alles so umgesetzt hat, wie wir uns vorgenommen hatten, dass wir gut in den Zweikämpfen drin sind, dass wir konzentriert sind, dass wir auch schnell nach vorne kommen. Und deswegen haben wir das auch gut gemacht, die Entstehung auch hier zum 1-0. Was wir versäumt haben, war letzten Endes dann auch nach dem 1-0 nachzulegen, dass wir da die sich bietenden Möglichkeiten konsequenter dann auch verwerten. Ich glaube, dann kommt ein bisschen mehr Ruhe mit auf. Und dass in der zweiten Halbzeit so eine Mannschaft wie Sandhausen auch gewisse Qualität hat, insbesondere bei Standards, ist uns auch im Vorfeld bekannt gewesen. Und das gehört dann auch zum Spiel, dass das hin und her geht. Unterm Strich bin ich mit meiner Mannschaft heute sehr zufrieden. Es war für sie auch eine extreme Situation nach diesen Ergebnissen, die einfach nicht gut waren. Es interessiert dann nicht, wie es der Alois richtig gesagt hat, ob du gut spielst, ob du auf Augenhöhe spielst, ob du genauso auch deine Tore und Punkte hättest machen können. Letzten Endes zählt dann immer nur das Ergebnis. Und heute hat das gepasst. Ergebnis war gut, wir haben zu null gespielt. Und vor allen Dingen eins, wir haben das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten diese Fans, die uns heute fantastisch unterstützt haben, glücklich mal nach Hause schicken. Wir wollten einfach hier allen einen schönen Sonntag bescheren. Und das ist uns endlich mal gelungen. Unterm Strich waren es drei wichtige Punkte. Es gibt immer noch einige Punkte zu erzielen. Da werden wir um jeden Punkt kämpfen. Wir freuen uns jetzt auf eine schöne Derbywoche. Und wünsche Sandhausen natürlich auch alles Gute, Alois. Und kann noch mal mich wiederholen, die Mannschaft
Und auch das gesamte Trainerteam ist natürlich heute glücklich und auch stolz, dass wir dieses Ergebnis haben erzielen können. Vielen Dank.